Und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seht ganz genau, worum es jetzt geht. Richtig, dem Sturmpanzer bauen wir nämlich jetzt mal weiter in nur 60 Arbeitsschritten. Ja, ihr habt richtig gehört, 60 Arbeitsschritte, das ist der letzte Schritt. Und da ist halt viel Gedöns dabei. Das ist halt uff. Deswegen schnacken wir nicht so lange und ich habe schon wieder eine Rolle verloren. Ey, ist nicht wahr. Ich weiß auch, was letztes Mal das Problem war. Nämlich. Alter, diese Rollen. Ich nehme dich erstmal raus. Das wird mir noch öfter passieren jetzt. Das ist uncool. Echt uncool. Vor allem, wenn du Druck draufbringen sollst, dass das richtig abfällt direkt. Nicht cool. Man kennt es, man liebt es so. Egal. Wir machen erstmal straight weiter, weil ich möchte jetzt nicht so lange labern und nichts tun. Lieber beim Labern tun oder andersrum. Beim Tun labern. Also, ich habe vorbereitet 60 Arbeitsschritte und das ist halt ein bisschen viel, deswegen versuche ich es möglichst kurz zu halten. Auch wenn die Rollen immer wieder abbrechen und was weiß ich, beziehungsweise abbrechen, tun sie ja nicht. Sie fallen bloß ab, weil die wirklich mal an diesen vier Noppen festhalten. An dieser einen Plate von unten und das ist ein bisschen kontraproduktiv, möchte ich anmerken. Das war auch letztes Mal das Problem, deswegen ist das Ding dauernd abgeschmiert. Ich konnte das Wackeln auch beseitigen, was wir letztes Mal festgestellt haben zum Ende des Videos, als ich den Deckel draufgesetzt habe. Ja, sitzt die noch mal richtig drauf, genau. So. Nämlich war das. Also der Schuldige war eine von diesen Rollen war falsch rum montiert. Also die Plate war falsch rum drauf, sodass die hohlnoppigen Seiten nicht da genoppt haben, wo sie sollten. Und ja, das hat eins zum anderen geführt, dass das Ding rumgewackelt hat wie sonst was. Ich hatte jetzt auch Panik, dass mir auf dem Tisch wieder Platz ausgeht, weil, ja gut, ist ja ein bisschen mehr geboren, als ich dachte. So, warte mal, das ist falsch. Fängt ja schon mal gut an heute. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturmpanzer nochmal so eine krasse Kehrtwende macht, aber es sind halt wirklich nochmal extrem viele Schritte. Nur für die Front, Deckel, obendrauf und Heck. Ist uff. Beim Vorbereiten saß ich ja gerade so. Eieieiei. Ihr seht ja auch, ne, seht ihr nicht, aber wenn ich ein bisschen rauszoomen würde, hier wäre alles voll mit Teilen und Schritten. Das ist ein bisschen ungünstig geregelt. Ich hätte dann einen Schritt mehr gemacht oder so, aber Kobi macht das schon. Aber die Technik ist sehr interessant, die sie hier verbauen. Bin mal gespannt, wie die sich anfühlt beim Bauen. So, Plates. Muss ich nur alles wieder mitnehmen, weil das wieder so ganz viel Gedöns ist, was man nicht richtig anheben kann, weil es wieder so diese Halbplates sind. Diese Deckel von unten. So, die Dinger nämlich. Und das ist ein bisschen oll. Manchmal sehr oll sogar. So, ich muss mal gucken, warte mal. Der so drauf hier. Dann so und so. Dasselbe nochmal in grün auf der anderen Seite. Alles Video? Yes. Ich bin professionell vorbereitet. Hoffe ich. Erstmal danke, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr so Interesse an diesem Sturmpanzer habt. So wie ich ihn habe. Der macht schon Bock. Also er ist cool. Bautechnik ist ein bisschen wild. Vor allem die Formen, die nachher noch reinkommt. Aber ich meine, was gibt's? Es gibt Schlimmeres, oder? Deutlich Schlimmeres. So. Das war das. Jetzt erstmal am Ohr kratzen. Wir sind bei Schritt 10. Schon. Also wir kommen schneller voran als es sollte. Aber das ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier wieder so eine Scharnierplatte, wo wir das Gegenstück anbringen und dann legen wir das beiseite und packen den so hier vorne dran. So. Richtig drauf. Jetzt. Okay, so. Dann kommt da ganz stumpf eine 4x4 Platte drauf. Sehr viele Platten werden hier verbaut in diesem Panzer. Aber ich glaube, wie im Panzer sind viele Platten verbaut. Wenn das jetzt halten würde, wäre das super, aber er will nicht halten. Wie man es kennt. So, jetzt. Passt. Jetzt kommen wieder Verkleidungssegmente. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So. So. So wie es soll. Das ist wunderprächtig. So, und.
Hab eine Fussel eingeklemmt. Na super. Komm her, Fussel. Komm her. So, ist weggefusselt. Die Fussel hat sich verfusselt. So, und der jetzt hier drauf. Herrlich. Das haben wir. Jetzt kommen wir zu dem. Es sind teilweise echt lächerliche Arbeitsschritte, weil das wirklich jetzt hier. So. Nee, warte, das ist falsch. What? Hä? Wie montiert man das denn hier vernünftig drauf? So. So. Passt. Jetzt kommt eine Plate. Haltet euch fest, eine Plate. Ihr habt es richtig gehört. Das ist wieder ein Arbeitsschritt. Ich liebe es, wenn das kommt. So. Das ist auch ein Arbeitsschritt. Boah, Alter. Jetzt drin. Okay. Das kriegst du auch nie wieder auseinander. Und schon sind wir bei Schritt 60. Also insgesamt, ne? Von 102, also 40 Schritte müssen wir noch machen. Wir kommen voran. Deutlich. Wir haben noch nicht mal 10 Minuten rum und haben schon 18 Schritte gemacht. Das ist heftiger Tobak eigentlich, ne? Ja, der passt. Okay. Der schließt hier auf unten rein. Passt, passt, passt. Jetzt muss ich gucken. Das Ding, das Ding, das Ding. Weil die Haufen sich teilweise so hart überlappen, muss man aufmerksam bleiben. Wo man jetzt was verbaut. Den drehen wir um. Dann kommt hier eine Abdeckung drauf. Ganz schlicht. Dann hast du hier so einen Griff wieder mit zwei Fake-Noppen unten. Und den setzen wir einfach hier drauf. Warum auch immer. Welche Wandens er hat, ich habe keine Ahnung. So. Aber wir machen es einfach. Kobi will das, ihr wisst das, und dann machen wir das. Ach, einmal kratzen und weiter geht's. Ja. Komm her, komm her, komm her. So, die dahin, die dahin, die dahin. Dann einmal komplett längs die Dinger draufklatschen. So. Und dasselbe nochmal hier. Diese komische Legetechnik von Kobi, wie ich sie immer noch nicht mag. Aber sie kommt in jedem Baupart vor. Warum auch immer. So, Scharniere. So. Und dann so, ne? Ja. Dasselbe nochmal hier. Packen wir jetzt mal anders drauf. Passt schon. Und den dann hier reingesteckt. Herrlich. Als ob ich nie was anderes gemacht hätte. So. Das ist so lächerlich, was hier teilweise passiert. Ich komme viel zu schnell voran. 8 Minuten. Wir haben schon 20 Schritte gemacht. Uff. Uff, uff. So, warte mal. Der muss... So. Und dann der... So. Dann das andere quasi gespiegelt. So. Und der hier drauf. Genau. So. Passt. Die werden jetzt... so rum. Dann kommt der drauf. Okay. Der soll so hier drauf. Okay. So. Quasi. Der auch. Nicht die 3 Noppen, die 2 Noppen. Quasi so. Genau. Jetzt kommen 2 Einer-Nöppchen drauf. Die kommen natürlich hier hin. Wo auch sonst. So. Also einmal 1 Plates, Entschuldigung. Und dann so. Ich bin hellauf begeistert, wie schnell wir vorankommen. Und trotzdem verdutzt, dass wir so schnell vorankommen. Weil ich hätte nicht damit gerechnet, im Leben nicht, dass wir das so schnell abfrühstücken können. Ich dachte, das dauert jetzt ewig und 3 Tage. Ich war schon ein bisschen demotiviert. Aber nein, so gar nicht. Also so wirklich gar nicht, gar nicht. Das ist cool. Also bisher, Regastand, es kann doch alles kommen, ne? Jetzt will ich hier gleich sitzen und so, oh, warum, Kobi, warum? Aber ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass das passieren wird. Weil bisher ist das Modell echt cool. So rum? Was? Nee, so rum, wollte ich schon sagen. So. Quasi. Drauf da jetzt, so. Passt.
weil diese Schräge gewährleistet sein muss, die sie hier haben wollen fürs Dächlein oder für die Front. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Auf jeden Fall wird es. Jetzt kommen Pad Printed Segmente, das ist super. So und so, wieder das Balkenkreuz bzw. das eiserne Kreuz in dieser Situation. Finde ich cool. So. Ja, jetzt müssen wir mehrere Abdeckungen drauf bauen. Ah, das wird die Front. Ja, okay. Ja, macht Sinn. Okay. So, wir bauen jetzt quasi das Schießeisen drauf und alles Mögliche dazu. Groß, da, das Zwischenglied. Und dann wird es langsam wirklich ein Panzer. Er hat echt was von so einem Legionärs-Quader, was man halt bei den Römern immer gesichtet hat, beziehungsweise, das heißt immer gesichtet hat, ich kenne das aus, vor allem Asterix und Obelix, da kenne ich diese Techniken her. Ich weiß nicht, ob die real waren, wahrscheinlich werden sie die auch angewandt haben, weil die ganz cool war. Soll man das draufstecken? Ne, soll man nicht. Das ist jetzt blöd. Okay, warte mal, den muss ich nochmal lösen. Dann hat sich hier irgendwie sowieso was verkantet gerade. Das ist ein bisschen old. Was ist denn das gerade? Warum? Ach, weil der sich da drauf geklickt hat. Oh, ist das eine Scheiße. Das darf natürlich nicht passieren. So. Kacke. Muss ich die Platte nochmal abreißen oder was? Mann. Professionelles Arbeiten ist hier gewährleistet, wie man sieht. Okay, ich darf die nicht da oben drauf drücken. Gut, weiß ich Bescheid für die Zukunft. Genauso wenig wie die hier. Ich darf hier auch nur. Mann, jetzt geh doch da drauf, du Stück Scheiße. Ich hasse das, wenn die sich immer verkanten müssen. Was ist denn das? Hallo? Bist du dumm? Hä? Wie soll das denn gehen? Das geht so nicht. Was? Das geht nicht. Das kannst du nur so verbauen. Das kann nicht richtig sein. Warte mal, ich gucke mir das kurz in Ruhe an. Bin gleich wieder da. Und weiter geht's. Die schlauen Kobi-Leute haben Platten, die einmal durchgehend reingebracht und einmal welche, die seitlich ein bisschen mehr Spielraum für die Noppen haben. Merkwürdig. Merkwürdige Konstruktion, Kobi. Was auch immer das soll. Ich habe keinen Dunst. Aber okay. Wir wollen einfach weiter. Wir haben es montiert, also kein Thema. Beschwer mich da jetzt nicht mehr drüber. Wieso habe ich jetzt 4 Plates hier eigentlich liegen? Fragezeichen. Brauche ich das jetzt so montiert? Aua. Ja, das ist jetzt wieder Premium. Oh, Kotze. Sorry, aber was, warum? So, jetzt da drauf. So. Mann. Jetzt lache ich, ist richtig montiert, ja? Passt, okay. So, was jetzt? Was? Wir drehen den um. Den auch. Setzen den jetzt hier so drauf. Nein, ein weiter vor. Hier. Okay. Und den setzen wir jetzt quasi Warte mal. Was ist passiert? Da fehlt doch irgendwas. Ich habe den falsch rum drauf montiert. Nein! Das ist ein Fehler. Okay, nochmal. So. So. Das sieht jetzt auch besser aus. Jetzt haben wir ja auch die Scharniere. Die aber falsch rum montiert. Und dann setzen wir den so ganz komisch wild. Seht ihr, dass die so weit oben sein sollen? WTF? Ja, sollen sie. Aber dann kannst du die gar nicht so groß montieren, wie Kobi das von einem möchte. Aber egal, es ist angerichtet. Merkwürdig, äußerst merkwürdig, aber es hält. Es wird jetzt auch mehr halten, nachdem wir das hier montiert haben. So. WTF.
Was? Umdrehen? Der soll hier zwischen sitzen, also hier. Der wird hier einfach nur aufgelegt auf die Fuge, okay. Jetzt ist das Ding hier auch noch abgegangen, war ja klar. Ich hab's geahnt, dass das passiert. Holla, 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 holla. Okay. Es hat funktioniert. Merkwürdige Technik, aber es hat funktioniert. Alter, jetzt komm doch mal da hoch. Wenn du keine Fingernägel hast, ist echt scheiße, ne? Also wenn du die Fingernägel regelmäßig schneidest, darfst du Kobi nicht bauen. Wenn du das so vorbereitest. Die Platten wollen oft nicht so, wie du willst. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Das wird mega weird, der Bau. Der wird nicht mega weird, der ist mega weird. Ganz komisch. Hat man so noch gar nicht diese Technik. Oh, das ist cool. Gut, die ersten Mitkriegspanzer sind sowieso teilweise echt merkwürdig konstruierte Sachen. Aber möchte mich nicht beschweren. Weil bringt Abwechslung. Jeder andere Panzer, den wir von bauen können, ist ein Stück Bereicherung in unserem Leben. Ja, ich brauche wieder geschlossene Kanten. Oh, geht mich das auf. Das hätten sie ruhig mal vorher markieren können, dass du entweder welche mit geschlossen, die werden aber einfach nur schräge genannt, hier in den Zeichnungen. Da musst du echt auf das Minimalfitzel achten. Das ist ein kleiner Manko, den ich nicht gut finde. Weil du brauchst hier geschlossene, denn du brauchst wahrscheinlich gleich wieder die anderen für andere Bereiche. Ich kann es mir vorstellen. Warte mal, jetzt muss man gucken. Der soll so rum. Dann soll der... Und der soll dahinter. Das ist eine komische Konstruktion, der Kobi, was ihr da wollt. Das hättet ihr besser beschreiben können. Das kritisiere ich wirklich. Das ist uncool. Unkollegial, möchte ich sagen. Aber passt schon. Man muss selber drauf achten. Dann geht das alles irgendwo. Irgendwie irgendwas, ne? So. Passt. Den Bereich haben wir jetzt auch. Dann kommt hier eine Plate rein. Hier kommt eine Plate hinten dran. Und schon kommen wir voran. Mal wieder. In großen Zügen. So, jetzt bauen wir wieder Lüftungsschlitze. Ich denke mal, das sind Lüftungsschlitze. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber was soll es sonst sein, ne? So und so. Vor allem 9 Stück von diesen Gittern. Halt heftig und dann noch diese kleinen Fummelgitter dann oben drauf. So quasi, dass du 12 verschiedene, nein, nicht 12 Gitter verbaust, nur um dieses Lüftungslöchlein zu simulieren. Na gut, das ist wie auf der anderen Seite, ne? Erinnert mich halt wirklich an diesen Schildwall und ganzen anderen Konstruktor rumherum. So, den habe ich schon mal vorbereitet hier. Okay, das ist jetzt einfach nur Copy and Paste, so wie sich das anfühlt gerade. Innovativ ist anders. Aber okay. Wenn er hinten auch so kastig sein soll, dann ist das halt so. Ich meine, Kobi hat es ja als Nachbildungsmodell gesehen, nicht als eigenständige Creation. Dafür ist Kobi auch nicht da. Die bauen nur nach, die bauen nichts eigenes draus. Das ist ja nicht so wild. Gerade die Panzer, die faszinieren ja, dass wir die selber nachbauen können, so. Da verstehe ich das schon irgendwo, dass wir da die Sets so vorgeschrieben bekommen. Das macht schon Sinn. Ist auch meckern auf hohem Niveau, was man macht, so, weißt du? Muss nicht sein. Das wäre unkollegial. Ne? Was habe ich heute mit meinem Kollegial und nicht kollegial und bla, ey. Heute ist merkwürdig. Heute ist äußerst merkwürdig. So und so. Jetzt der hier unten drin passt. So, herrlich. Schritt 83 schon. Hey, noch 20 Schritte. Wir kommen zu schnell voran. Ich meine, wir sind jetzt 20 Minuten dabei. Ist okay eigentlich. Und mit der Geschwindigkeit sind wir eigentlich auch super dabei. Ich weiß gar nicht, warum ich das so kritisiere. Ich habe echt keinen Dienst. So. Dann kommt so da drauf. Dann kommt hier ein Play drauf. Das war schon wieder ein Arbeitsschritt, meine Freunde. Es ist so wild. So.
Kasche, Kasche, Kasche. Drauf da, dran da, drum da. Jetzt zwei schräge Steine. Die kommen hier drauf. Okay, warum auch immer. Aber gucken wir das so. Also machen wir das. Kein Thema. Nein. Junge, was ist das denn? Was war das? Warum? Warum? Nicht nachvollziehbar. So, jetzt aber. Danke. Das hält. Ich bin begeistert. So, dann der so rum. So, klack. So, so. Dann der dahin. Und die Plate hier drunter als Stabilisation. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin, ist drin, herrlich. Interessante Technik. Wirklich äußerst interessant heute. Okay, ich muss sagen, der Basic, also der Grundstandard war repetitiv. Aber das hier ist okay. Das ist jetzt wieder was ganz Neues. Macht Bock. Weiß zwar nicht warum. Ach, das wird der Turm oben. Kann das sein? Könnte es so rausinterpretieren. Mal gucken. So. Schritt 88 durch Schritt. Ne, das ist schon 88. Entschuldigung. Entschuldigung. So, die habe ich auch schon vorbereitet, die Scharniere. Einfach weil. So. Da kommen jetzt hier einmal Dreierplates dran, links und rechts. So. Das war Schritt 88. Damit kann ich arbeiten. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Hier haben sie das beides zusammen in einen Schritt reingekloppt. Bei dem anderen war das eben nicht möglich. Die beiden schwarzen Pinüppel waren dann ein eigenständiger Schritt. Komisch. Nicht nachvollziehbar manchmal. Also wirklich, manchmal sitzt du da und denkst dir so, hä? Warum? Warum baut ihr mir einen Schritt so? So, ich weiß nicht. Dass das ein extra Schritt ist und dann sagt ihr beim nächsten, ja, nö, doch, das passt so. Dann können wir einen Schritt drauf machen. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. What? Achso. So soll der montiert werden. Okay. Wenn er da mal drauf geht. Mann. Jetzt aber. Danke. Was eine Grütze. Was eine Grütze. Alter, komm her jetzt. So. Ich hasse diese Plates da unten drunter. Diese Abdeckplates für die Kacheln. Für die Fliesen. Weil die so schmal sind, kannst du die teilweise nicht richtig vom Tisch aufheben. Und was ist das jetzt? Warum verkantet hier gerade alles? Hallo? Ach, der ist falsch schon dran. Ah, so. Ich sag das doch. Meine Güte. So. Und so. Das war meine Dummheit. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. So. Den haben wir jetzt zwei MGs. Und zwei volle Schrägen. Nur so zur Info. So. Warum auch immer die MGs jetzt gebraucht werden, aber die wollen das so. Boing. Und boing. Schön festes Klickgeräusch. Man weiß, es ist drin. So, Abdeckung geschlossen, ne? Ja. Und der so passt. Ich muss mal gucken, welche Teile hier. So. Der Panzer wird mega komisch. Aber okay. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Weil es ist uff. Einfach nur uff. So und so. Jetzt montieren wir das wieder hier dran. Muss man richtig montieren. So. Was? Hier oben. Okay, so. Das ist dasselbe Grundkonstrukt wie vorhin. Bloß, dass es nicht so stabil ist, würde ich sagen. Ich hoffe, das kriegen wir noch stabiler hin. Mal schauen. Aber ich glaube nicht so dran.
So. Jetzt kommen einfach nur Plates drauf, damit du diese Schräge weiter beibehalten kannst und alles hier drunter bleibt hohl. Interessant, Kobi, interessant. Printed Teile wieder? Ja. Ja, die beiden. So. Und so. Nee, das ist. Das wird das Heck werden, oder? Das müsste das Heck sein. Ich dachte, das wird der Deckel, aber nein. Der Turm wird nochmal extra gebaut. Gut. Vor allem diese Herleitung des Panzers ist halt auch merkwürdig, ne? Äußerst merkwürdig. Denn wir haben quasi bei jedem anderen Panzer, den wir bauen, erst den Unterbau, dann die Ketten und fangen schon an mit der Verkleidung und dann Kanone. Jetzt bauen wir alles anders auf. Das ist interessant. So. So. Der wird so montiert. Irgendwie. Ja, irgendwie ist gut. Hä? Nee. Der soll hier oben einhaken. Da stimmt irgendwas noch nicht. Ich den zu weit vorne montiert? Ja. Okay. Ja. Das ist halt immer das Eklige, wenn du die falsch montierst. Nein. Du spürst es halt auch nicht, wo genau der jetzt sitzt. Da. Da muss er hin. Damit kannst du besser arbeiten. So, ja, das sieht auch schon mal viel besser aus, weil die komplette Reihe hier oben muss einhaken eigentlich. So. Da muss der wo drunter? Der soll. Was? Was? Hier passt nichts zwischen. Ach. Okay, jetzt muss ich die Ketten erstmal montieren. Oh, das wird jetzt lustig. Leute. Die hohen Noppen müssen nach außen und dann wird das stabilisiert nochmal. Was da los? So. Wenn ich das jetzt hinkriege. Wenn er denn mal greift. Oh, ich hasse es, wenn das nicht passt. So, jetzt. Leckt mich am Huf. Meine Güte. Manchmal ist Kobi echt eine Seuche. Sagte ich das schon mal? Bestimmt. Gerade bei so einer komischen Konstruktion hier. Nein. Geh dahin, wo du hin sollst. Geh da hin. Die Ketten machen mich echt fertig. Was ist denn das? Jetzt hör doch mal auf, so zu nerven, du Stück Kacke. Also ehrlich. Geh da jetzt einfach hin, wo du ursprünglich auch saßt. Das wäre ein Vorteil für uns beide. Alter. So ein Hals gerade. Haben wir es jetzt, du Scheißkette? Danke. Oh, endlich. Mann, was eine Geburt. Jetzt muss ich den so hier hinsetzen. Und dann soll ich da einen. Bolzen. Eine Plate zur Absicherung reinsetzen. Ist das weird? Ist das weird? Wieder so eine Technik, die ich nicht feiere, aber sie. Oh nein, das Ketten. Was ist das denn jetzt? Warum? Hä? Was war das? Kette war nicht richtig drin. Okay. Läuft. Es läuft. Das ist das Wichtigste. Oh mein Gott. Oh, was eine Geburt. Puh, viel Gemeckere. Uncool. Wollte ich eigentlich nicht machen, aber musste jetzt sein, das Gemeckere. Mann. Und dann ist das hier auch schon wieder so eine komische Aussage. Von wegen, wir bauen jetzt Schritt 98 bis 106. Obwohl wir noch gar nicht mal so weit sind. So.
verstehe ich immer nicht, was Kobi da von mir will manchmal. Manchmal ist das echt weird. So, 2x2er Plate. Aber jetzt haben wir auch endlich Stabilität da unten. Ohne dass die Ketten da und rausfliegen. Das können wir auch das Türmchen oben drauf setzen. Zum Glück. Ich bin positiv überrascht aktuell. Der macht Spaß. Ist bloß manchmal ein Krampf. Vor allem das Kettenchaos, ey, das ist. Puh. Allgegenwärtig. Der kommt jetzt hier drauf als Abdeckung. Passt. Sieht einfach aus wie so ein Schrank. Ein mobiler Schrank. So. So. Dann zwei noch hier drüben. Dahin. Dahin. Und die wird ein bisschen länger werden. Eine halbe Stunde. Schade. Weil wir so viel Zeit durch das Konstrukt eben verloren haben, das richtig zu befestigen. Gut, ist halt so. Was willst du machen? Gehört halt dazu, ne? So. Der schmeißt weg, braucht man nicht. Außer gleich. Lustig. So, ist drauf. Der wird immer klobiger. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der so klobig wird. Aber okay. Mit dem Zeitgeist gehen. Das war damals so. Das war modern. Hoffe ich. ja. Aua, das tat weh. Sag doch, Kobi will mich immer verletzen. Ich weiß auch nicht warum. Der wird hier reingesetzt. Okay, das ist interessant. Das ist äußerst interessant. Es ist cool. Das ist eine witzige Technik. Jetzt muss ich nur das Teil finden. Du nimmst den, setzt den hier hinten rein. Dran. In dieses komische Steinchen. Und dann brauchst du den quasi hier so dran. Und das passt. Herrlich. Das ist interessante Technik. Das ist feierbar. Also, beschweren kann man sich nicht. Ich habe schon wirklich Sets gehabt, die mir wirklich alles abverlangt haben, die mich genervt haben ohne Ende. Die sind aber auch uncool. Das hier ist wiederum fummelig, aber beständig. Man sieht, worauf man hinarbeitet. Nicht so wie bei anderen Sets, wo du dann 50 mal nachjustieren musst, weil du es nicht geschissen kriegst, diese Steine bzw. die Spannung aufrechtzuerhalten, und dann fällt irgendwie immer irgendwo was ab und dann bricht die halbe Konstruktion auseinander. Das ist ein bisschen oll. Aber hatte ich auch schon, ne? Hier fehlt eine 3x2er Plate. Hä? Warum fehlt die? Liegt hier. Die habe ich nicht aufgehoben. Okay, gut. Ich würde schon sagen, das wäre jetzt äußerst merkwürdig geworden. Ja, die Dinger, genau. Davon habe ich ja schon drei gebaut. Das vierte kommt jetzt. Hier muss einfach so diese Abdeckung reinpacken. Und dann war es das schon. Und das habe ich halt schon mal dreimal gemacht. Das vierte Mal habe ich jetzt mit euch gemacht, damit ihr seht, was ich mache. So. Und dann die jetzt hier einfach wunderschön reingeklickt. Ihr hört, wie fest das ist. Das ist mega fest, das kriegst du nie wieder raus. Fühlt. So. So. Und. Da kannst du auch bestimmt eine ganze Panzer hoch dran hochnehmen. Ja, kannst du. Lol. Okay. Den haben wir auch. Jetzt geht's weiter an den Stapel hier hinten und dann sind wir gleich durch. Spoiler-Alarm. Zoom mal ein bisschen raus. Bisschen. So. Ja, okay, das kriegen wir auch alles ganz genüsslich hin jetzt. So. 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 Eine 2x1er Plate hier hinten. So. 2x1er Plate. Und der hier. Einfach nur als Abdeckung. Weiß ich auch nicht warum. So, ich glaube, letzte Seite, ihr hört es. Das Schaben hat begonnen. So, hier muss ich auch nochmal einmontieren. Das Licht habe ich auch alle schon vorbereitet. Einfach nur Abdeckung, 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 Abdeckung. So. So.
So. 6 Mal müssen wir das machen. So, so, so. Und jetzt kommt gleich noch die Abdeckung oben drauf, der Deckel, und dann war es das so gut, wie ich das rauskalkulieren könnte. So und so. Bleibt das so? Warte, 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 warte. Ja, der bleibt in der Mitte so, okay. Der soll so bleiben. Gut. Ich wollte es nur wissen. Hier ist ein Print drauf, das ist der falsche Stein. So. So, 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 so. Ah, Luken. Jetzt kommen noch Luken drauf. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut zu wissen. Wer hätte das denn gedacht? Okay, passt. Passt schon irgendwo, irgendwie, irgendwann. Genau. Der da dran. Der wird dann... Ach, da fehlen noch die 2 Ärmchen. Ich vergessen. Entschuldigung. 2 Ärmchen vergessen. So. Chaos gerade. Ich sehe das Ende kommen und dann vergesse ich die Hälfte. So. Luke 1. Jetzt noch die zweite Luke mit Print. Hier ist keine Luke, ne? Was ist das denn? Keine Ahnung. Was ist denn das? Ich habe keinen Dunst. Auf jeden Fall so. Und damit sind wir so ziemlich durch. Bauen wir noch den deutschen Soldaten. Mit seiner Pickelhaube. Zumindest ein paar Orden. Nein, er hat gar keine Orden. Okay. Hast du einen Bart? Auch kein Bart. Bist du für ein Deutscher? Im Ersten Weltkrieg. Hallo? Ich erwarte Bart. Aber immerhin hatte die Pickelhaube. Die Pickel musste sie selbst reinsetzen. Eine schöne. An sich ist es ein Gewehr. Stinknormales Gewehr. Ich dachte erst eine Schrotflinte. Das wäre auch ein Fail gewesen, weil die hatten keine Schrotflinten damals. Im Ersten Weltkrieg. Und ein Messerchen. Ein Bajonett hat er noch dran. Das ist auch wichtig. So. Damit haben wir den. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, nimmst du dein Gewehr jetzt? Danke. Das ist der deutsche Soldat. Ich bin böse. Wie immer. Dann setzen wir ihn in seinen kleinen Panzer und dann kann er rumfahren. So. So. Das nehme ich auch mit. Das nehme ich auch weg. Und das, meine Freunde, waren 60 Schritte, 70 Schritte? Ich glaube 70 Schritte sogar, ne? Ne, 60 Schritte in 38 Minuten. Jetzt haben wir endlich den Sturmpanzer, ne, den Sturmpanzerwagen A7V fertig. Und er sieht kastig aus, also wirklich, er ist einfach so ein Block, so ein Ziegelstein auf Federn. Er ist auch ordentlich schwer. Trotzdem macht der Eindruck, ne? Also wenn der auf dich zukommt, so, das war das Heck. Aber wenn der so auf dich zukommt, ja, ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen. Vor allem der ist rundum bewaffnet, das ist cool. Aber der müsste so rumfahren eigentlich, ne? So. Ist das falsch rummontiert? Oh oh. Oh oh. Habe ich das falsch schon montiert? Oder ist es richtig rum? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss mal zurückblättern. Wir werden es gleich sichten. So. Ja, wenn ich erkennen würde, wo welche Richtung wäre. Ne, wir haben es richtig montiert. Alles richtig, okay. Kanone war hier beim Aufbau, also passt das. Ich finde, der läuft nicht mehr so smooth. Warum? Das ist jetzt wegen dem Eigengewicht. Das kann sein. Auf jeden Fall. Schönes Modell. Hat Spaß gemacht zu bauen. War sehr interessant, die ganze Technik. Und ja, ich würde sagen, damit beende ich den Part für jetzt. Dann sehen wir uns im Review-Video zu dem
Sturmpanzerwagen oder zum Aufbau der Belfast weiter, nächsten Part. Und da habt einen schönen Tag, schönes Wochenende, whatever. Macht das Beste aus der Situation und kauft Kobi. Immer schön Kobi kaufen. Das bringt mir mehr ein, das bringt euch was ein. Ihr habt Spaß, ich habe Spaß, alle sind glücklich. Und, was soll ich sagen, gerne kommentieren, abonnieren und liken. Nochmal tausend Dank, dass wir über 50 Leute mittlerweile haben, die auf dem Kanal gucken. Bedeutet mir viel. Ihr seid die Besten. Ich glaube, das sage ich jetzt zum 20. Mal. Aber egal. Jetzt gucken wir uns mal von hinten noch an. Haben wir. Hier haben wir noch einen Typ Bügelwagen. Da habe ich ja gesagt, dass wir den mal eventuell holen. Den haben wir auch gebaut. Den Red Baron haben wir gebaut. Es fehlt noch der Renault. Den würde ich noch holen. Irgendwann mal. Kriegen wir bestimmt hin. Ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Tschüss.